aber wahrscheinlich einer der ersten Shooter, die man im Rollstuhl spielt. Jedenfalls zum Anfang. Oh, Sie sind's. Nehmen Sie das. Die suchen nach Ihnen. Schöne Gardine trägst du, mein Freund. Scheiße. Da kommen sie. Das U-Boot gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück, Wichser. Gehörte uns mal, mehr oder weniger. Concept Arts. So sah aber mein Kind... Moment, mein Kinderzimmer aus der anderen Perspektive wahrscheinlich aus. Es hält doch nicht so viel aus. HP können wir zurzeit nicht über die 50 ziehen. Weil wir sind ja im Moment krank. Und wir haben Katheter an den Eiern. Naja, an der Blase. Haltet euch, Anja. Bin unterwegs. Oh nein, nicht behindertengerecht. Mal ganz kurz was gucken. Da ist mir nämlich vorhin schon mal aufgefallen, dahinter ist ja ein Gegenstand zum Einsammeln. Seht ihr da? Da leuchtet ja dieses gelbe Pack. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Weg, wo man so außen rumgehen könnte, um da ranzukommen. Nazi-Ragout. Halt! Rest gewinnt! Stehen bleiben! Bewegen Sie sich erst, wenn ich sage, dass es in Ordnung ist! Also, lassen Sie nicht mal einen fahren. Mikrowellen machen Brei aus Ihnen und das wollen Sie doch nicht. Oder etwa doch. Okay, warten Sie. Okay, jetzt! Kommen Sie! Vorsicht, der Bogen. Schnell, 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 schnell. Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger schön, dass Sie herumlaufen. Wo ist sie? Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge. Wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Keine Zeit dafür. Sagen Sie mir... Frau Engel, sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse. Ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay.
Okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn's geht. Los geht's. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger? Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. So. Von da sind wir gekommen. Gucken wir uns mal das Ganze an. Vorteile. Achso, dementsprechend, wie ich vorgehe, level ich meine unterschiedlichen Skills nach oben. Aktuelle Waffe ist nur die Maschinenpistole, Extras, Sachen, die man einsammelt. Tutorials. Wie bewegt man sich? Die Rautenartige. Ja. Die Rauten zeigen an, wo das nächste Ziel ist. Blöp. Ob ich jemanden vom Fahrstuhl aus töten kann? Aua! Der Fahrstuhl sei schon vom Rollstuhl. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Zum Lesen, da ist was versteckt hinter. Eine Zeitung. Welt verurteilt Mord an General Strasse. Lass mich raten, Treppen darf ich nicht runterlaufen. Wenn er da lang läuft, wird er sofort erschossen. Wo kommt ihr denn gerade her? Carolina, wo immer Sie sind, wachen Sie über unsere Leute, bis ich es geschafft habe. Ach, die haben das erschossen, deshalb kamen die hier durch. Auch mal geröstet werden. Ich falle bestimmt noch aus Versehen in so eine Falle rein. Krass, ich kann wirklich aus dem Rollstuhl heraus still töten. Bin ich voll mit Blut, danke. Voll mit Blut und Stuhl.
Soldat Oscar Notiz, Commander Fischner. Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ich glaube, dass wir einen Notfallplan benötigen, falls ein terroristischer Angriff stattfinden sollte. Ich bin mir sicher, dass Sie die Berichte gesehen haben, die Artikel gelesen und die Rede gehört haben, wie General Strasse neulich die General Strasse neulich gehalten hat. Der irre Amerikaner richtet überall, wo er auftaucht, Unheil an. Was passiert, wenn er hierher kommt? Gibt es auf dem U-Boot einen Ort, den wir als Zuflucht finden könnten? An dem wir Zuflucht finden können. So, ich denke, dass wir uns dafür wappnen sollten. Mein Gott, meine Stimme versagt schon nach 3 Sätzen. I'm very sorry. Wie man sieht, ich schaue mir schon alles mal an. Wo ist er hin? Wo bist du? Ich hab dich laufen sehen. Gerade eben noch getötet. Bevor die Muni alle war. Sind das etwa Torpedoschächte? Mein guter Rollstuhl. Kehr irgendwie das Förderband um und dann zum Aufzug. Komme ich nicht lang. Ah, die haben den Beschuss gehört. Rote Sachen explodieren, das ist das Wichtige an einem klassischen Shooter. Alles andere ist uninteressant. Okay, Handgranaten. Versuch dich nicht mit Handgranaten selbst in die Luft zu sprengen. Oh, eine richtige Weste sogar.
Moment, da sind auch wieder solche Magnetdinger dran. Ja, Kisten kann man kaputt machen. Für mich ja fast wie ein Half-Life. Für den Vergleich werden mich die Leute nicht mögen. Den Kuchen klaue ich den Nazis auch. Ah, guck mal, das ist... Ah! Diary, Tagebuch des Wiesenau-Rebellen M. Wir werden alle sterben, ich kann es spüren. Seit Tagen habe ich nicht geschlafen. Meine Träume sind bruchstückhaft, brutal, seltsam. Jedes Mal sehe ich Helens Gesicht, blutig, die Hälfte davon fehlt. Ich wache schreiend auf. Kein Schlaf mehr für mich, scheiß auf den Schlaf. Ich schreibe zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, vielleicht kann ich so klarer denken. Ich rede nicht mehr mit den anderen vom Wiesenau-Widerstand. Ich ertrage ihre Blicke nicht, ihre Stimmen. Ob wir sicher sind in einem U-Boot des verdammten Regimes? Klar. Blaskovic hat es gestohlen, aber wie können wir uns sicher sein, dass wir nicht irgendwie ausspioniert werden? Niemand antwortet, niemand denkt nach. Caroline sagt, ich wäre zu negativ, hat mich gebeten, die Sache mit positiver Energie anzugehen. Ich meine nur, scheiß auf die Sache. Die Menschheit ist am Ende, das Regime hat gewonnen, es ist aus. Wir haben verdammt nochmal gewonnen. Nee, sie haben verdammt nochmal gewonnen. Ich habe ein ruhiges Fleckchen gefunden, weit von den anderen. Dort richte ich es mir so gut wie es geht gemütlich ein, wo ich keine Leute sehen muss, wo ich keine unterernährten Gesichter und die starrenden Augen der Kranken ertragen muss, die zurückblicken wie Spiegel. Vielleicht wird es jetzt Zeit, dass ich schlafe, aber ich kann nicht. Ich habe zu viel Angst vor meinen Träumen. Hauptsache Fernseher gab in seinem Bereich. Hier haben wir noch eine Zeitung. Amerikanische Gebiete florieren unter neuem Regime. Gut. Förderband umgekehrt. Auf geht's. So, was ist der Typ, der hier oben war? Nicht da.